Stay hydrated. Ganz wichtig. So, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der Bettkäfer, den wir haben. Hier, der Bettbug. Der ist einfach nur dafür da, dass man wirklich einmal außerhalb in der Wildnis einmal schlafen kann und sich komplett heilen kann. Danach läuft er wieder zurück zu seinem Besitzer und kostet ab dann das erstmal ja umsonst. Danach kostet er dann jedes Mal 30 Beeren. So, wir gehen jetzt erstmal, wie gesagt, zur Königin. Und treiben die Geschichte ein bisschen voran. Team Schlangenmund. Es ist mir eine Freude, eure Wiederkehr zu sehen, dass ihr wiederkehrt, dass ihr wieder einmal mit guten Nachrichten zurückkommt. Wir haben das Artefakt gebracht in die Sand. Ja, und wenn er wir sagt, meint er natürlich, dass alle von uns dabei geholfen haben, nicht wahr? In der Tat, ohne Sast, Motiva, Gen und Eri wären wir vielleicht nicht erfolgreich gewesen. Oh. Wie, ich finde das nicht so gut? Es ist schön, das zu sehen, dass ihr alle als Team arbeitet. Heute markiert einen historischen Tag. Wir haben endlich es geschafft, alle Artefakte zu finden. Wenn Worte doch nur meine Dankbarkeit zeigen könnten. Zariant, bitte überreiche Ihnen Ihre Belohnung. Ich kann nur hoffen, dass dies genug sein wird, um diesen wunderbaren Tag zu markieren. Wie ihr wünscht, meine Königin. Eine Kristallbeere. 50 Berries. Das mag aber auch echt diesen ganzen Ärger wert gewesen sein. Eine neue Brosche kommt, ist, ja. Ich werde mir bald eine neue Brosche holen davon. Darf ich vielleicht? Ja, ja, inspizieren Sie es, Professor. Markieren Sie bitte das Ende von dieser langen Suche. Oh Gott. Ach, Mist. Ah, oh, verdammt. Sprechen Sie, jetzt. Das ist nicht das ganze Artefakt. Was? Erklär dich, jetzt. War es nicht das, was in deinen Notizen steht? Schauen Sie, also dieses Artefakt, hat einen kleinen Mechanismus hier unten. Und, ja, da fehlt die Hälfte. Die Hälfte? Verdammt. Wo sollen wir jetzt noch nachgucken? Hey, hi, Mojo. Na, alles gut bei dir? Oh, wir waren so nah dran. Die Zeit rennt uns davon. Oder bist du schon wieder weg? Ach, doch, doch. Arbeitsstress, bei uns alles gut. Ja, scheiße, ey. Ja, mir geht's wunderbar. Ich habe ja Urlaub. Wie gesagt, jetzt bis nächste Woche. Aber kommen bestimmt auch wieder bessere Zeiten, ne? Wie gesagt, ich hatte ja vorhin nochmal gefragt, aber wenn es heute nicht passt, dann nächste Woche sieht auch noch gut aus. Aber wir schreiben einfach, ne? Mach ich. Was meinst du? Das Wespenkönigreich wird jeden Tag mutiger. Wir dachten, wir könnten sie alle. Wir könnten das komplette Artefakt bekommen, bevor sie anfangen, ihren Schritt zu machen. Nee, nee.
ist auf gar keinen Fall ein kurzes Spiel, so wie es rausstellt. Ich bin jetzt halt auf YouTube, kommt morgen irgendwie Folge 60. Und ich bin dann irgendwie bei Kapitel 3 von 6, glaube ich. Und drumherum kann man auch so viel machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so viel ist. Aber naja. Ihren Schritt? Meint ihr, sie werden angreifen oder was? Jetzt kommen wir wieder alle runter. Wir müssen einfach nur die andere Hälfte schnell finden. Ist das so? Ja? Dann werdet ihr das jetzt hier leben. Oh, Stratos. Delilah. Oh, mein geschätztes Speerteam. Habt ihr etwas, was ihr mit uns teilen wollt? Wenn wir richtig zugehört haben, fehlt euch eine Hälfte, nicht wahr? Wir sind uns sehr, sehr sicher, dass es wirklich, dass es innerhalb der verlorenen Sande sein muss. Es gibt da diese bestimmte Gegend, die wir in den letzten Tagen abgesteckt haben. Nee, es gibt diese bestimmte Gegend, die wir jetzt seit einigen Tagen ausgekundschaftet haben. So rum. Die Sande versteckt noch mehr Geheimnisse? Unglaublich. Ja, in einer der glatzen Ecken versteckt sich das Sandschloss. Aber nur mit zwei Spezialschlüsseln wird der Wind es erscheinen lassen. Ah, noch mehr Schlüssel, na toll. Ja, wir schätzen, dass das fehlende Artefakt dort versteckt ist. Wisst ihr, es ist ein Gebiet, was vorher von den Kakerlaken bewohnt wurde. Also meinen Notizen nach. ein Sandschloss, sagt ihr? Und wo sollen die Schlüssel sein? Nun, der Bürgermeister der trotzigen Wurzel hält dieses Geheimnis. Aber er hat uns gefragt, dass wir bitte erst allen davon erzählen sollen. Das sind großartige Nachrichten. Nun haben wir eine Spur. Zariant, belohne sie. Sie haben diesen Tag davor beschützt, zu einem unglaublichen Desaster zu werden. Oh bitte, meine Königin, das war doch gar nichts. Wir lieben es, Geheimnisse zu finden. Wir werden einfach wieder losgehen und weiter nachforschen. Gib uns einfach später unsere Belohnung. Tata! Ja, macht's alle gut. Ich würde ja Maki senden, aber er ist immer noch nicht von seiner Mission zurück. Team Motiva? Team Schlangenmund? Überlass das nur mir, meine Königin. Der Schlüssel wird dein sein, bevor du überhaupt festgestellt hast, dass wir gegangen sind. Darauf kannst du wetten. Und wir werden diejenigen sein, die ihn euch bringen. Können wir nicht miteinander kooperieren? Nein! Naja, okay, etwas gesunder Wettbewerb wird wohl nicht das Schlimmste sein. Dann macht euch mal bereit. Wir werden diese Suche beenden. Viel Glück für euch alle. Eure Befehle sind klar. Sprecht mit dem Bürgermeister der trotzigen Wurzel und fangt eure Suche an. Kapitel 4. Die mysteriösen verlorenen Sande.
Also, um ehrlich zu sein, bleibt der Sand mir in meinem ganzen Pelz stecken und ich habe eigentlich noch andere Aufgaben zu erledigen. Ein Star zu sein und dabei auch noch ein Entdecker ist so herausfordernd. Ah, buhu. Na, geh schon, Motiva. Ich werde schon alles machen, bis du wiederkommst. Ja, das ist genau der Grund, warum du mein Partner bist. Ich sehe euch dann, ihr Schlangenmundverlierer. Oder Losers. Tja, wer kann es schon wissen, ey. Wenn sie nicht wäre, könnte es wirklich sein, dass wir uns gegenseitig helfen würden. Lass uns sicher gehen, dass wir alle unsere Geschäfte erledigt haben, bevor wir abhauen. Oh ja, ein bisschen Gegenstände zu kaufen und so wäre vielleicht ganz gut. Ja, es gibt diese Stacheln da in der Wüste, nicht wahr? Wenn wir sie irgendwie überqueren könnten, dann könnten wir echt ganz schön viel mehr Plätze absuchen. Stacheln sind eigentlich nicht viel mehr als wir Elektroschocks. Mein Blasenschild sollte uns es möglich machen, darüber zu kommen. Das ist ja wunderbar. Dann lass uns vorbereiten und sehen, welche neuen Pfade wir entdecken können. Okay. Hey, Kabu? Ja, Neo? Wie kann ich dir zu helfen sein? Ja, ich habe dies hier während meiner Forschung gefunden. Aber die Königin war zu sehr in den mit den Artefakten beschäftigt, um davon Notiz zu nehmen. Wir haben das mysteriöse Stück bekommen. Ein komischer Stein, der dir von Neolith gegeben wurde. Er sollte irgendwo reinpassen. Was ist das? Ich kann mir keine Funktion davon vorstellen. Nun, ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, es ist der Schlüssel für irgendwas. Ich bin ganz schön beschäftigt mit der Forschung, weißt du, aber. Die letzte Spur, die ich hatte, war in dem Außenbezirk, östlich von der Vereinigung. Wir werden es mal anschauen, Neo. Da hast du mein Wort. Cool, ich weiß auch direkt, wo. Das trifft sich dann gut, weil ich wollte auch nicht mehr so viel machen. Ich wollte eigentlich, haben jetzt fast wieder gleich 2 Stunden Material. Das reicht erstmal auch zum Schneiden. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass ich heute echt Backfabius mal ein bisschen nach vorne bringen wollte, aber ich merke jetzt schon wieder, dass mein Mund mehr und mehr fusselig wird vom ganzen Gelaber hier. Es ist halt einfach echt ein textintensives Spiel und das macht mich einfach ein bisschen fertig. Hey, guck mal nach, es gibt neue Quests. Ja, wunderbar, noch mehr. Banditenjagd von Wen, Schwierigkeit 2. It's about time. Es wird langsam Zeit, dass diese Banditen für ihre Missetaten bezahlen. Ich habe einen Plan, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Bitte trefft mich doch bei der trotzigen. In der Schmiede der trotzigen Wurzel. Dann werde ich euch alles weiter erzählen. Nehmen wir mit. Und so heiß von Iremi. Oh, war schon immer so warm hier? Ich kann gar nicht rausgehen. Ich bin eigentlich, also mehr oder weniger im trotzigen Wurzelmuseum gefangen. Ist irgendjemand in der Nähe, der hier mich rausholen kann? Vielen Dank. Oder danke im Voraus. Gut. Nein, 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 nein. Ich wollte. Da wollte ich. Okay, genau. Das heißt, einmal schnell ins Bett.
Dann sammeln wir die 68 Bären ein, dann gucken wir nach, was wir mit diesem gerade erhaltenen Stein in dem Außenbezirk anfangen können. Ich habe nämlich eine Ahnung, wo und wie und was. Wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, mache ich hier erstmal Schluss mit Bug Fables und würde dann ein bisschen Donkey Kong Country 2 spielen, auf das ich sehr viel Lust habe. Warum 2, mag der ein oder andere fragen. Einfach aus dem Grund, dass ich den ersten Teil vor kurzem auf der Switch privat gespielt habe. An einem Abend. Ich glaube, innerhalb von knapp 3 Stunden. Ja, und der erste Teil mir persönlich ein bisschen zu, wie sagt man, rudimentär ist. Also ja, da gab es ja auch schon Bonusräume und so, und die sind aber teilweise so arg versteckt und ich weiß nicht, aber ich finde, ab Donkey Kong Country 2 hat die Reihe auf jeden Fall angefangen, ja, auch ein bisschen mehr diesen Adventure-Aspekt noch zu unterstützen, sage ich mal, mit den verschiedenen, mit der Kong-Familie. Oh, neue Orden. Und ja, auch die Bonusräume mit verschiedenen Minispielen. Deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich den ersten Teil aus und ja, wir starten einfach mit dem zweiten. Und auch ein bisschen entspannter, allein durch Dixie. Ist das nicht ganz so frustig wie Teil 1. Bei Teil 1 war ich schon ganz glücklich mit der Rückspulfunktion vom N64. Vom N64. Gott, von der Switch. Ich bin ein Idiot, ne? Das ist doch gar nicht, das ist doch westlich, wo wir ganz lang laufen. Mich gerade überlegt, wo ist denn, wo war jetzt hier nur die Höhle? Was kann ich? So, hier ist Osten, ne? Also eher Osten. Ich meine, ist hier nicht der Tunnel, wo. Ich meine, das wäre hier. Und dann testen wir gleich noch eine andere lustige Funktion, die ich bisher nämlich auch mal vergessen habe. Und der ich aber auch mal gelesen habe vor kurzem. Ist hier nicht irgendwie der Stein? So, warte mal, nee, ist das der Tunnel, wo der Dings war? Shit, ne, sind wir hier falsch, ne? Huch. Also dann doch noch östlicher. Nee.